Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade von den Toten auferstanden. Wir haben heute Sonntag, den ersten Advent, Türchen Nummer 2, und ich wünsche euch natürlich einen frohen ersten Advent. Ich weiß nicht, wie ihr ihn verbringt. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde heute den Tag verbringen mit Vlog drehen, mein Weihnachtsgeschenk öffnen, mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst, zum Sport gehen, und das war's auch schon. Perfekter Sonntag. Ich würde sagen, ich zeige euch mal mein Frühstück, denn heute ist Sonntag. Wir haben vergessen einzukaufen. Ich war nämlich die ganze Woche in Baden-Baden zu Besuch bei meinen Eltern, habe dementsprechend hier in der Wohnung kaum was zu essen. Deswegen gibt es bei mir ein ganz schlichtes Frühstück, bestehend aus einem einem veganen Proteinpulver und 4 Mandarinen. So. Saftige 2 Scoops und ich bin versorgt. Leute, wie kann man sich so auf den Shake freuen? Schatz, wir müssen unbedingt morgen einkaufen. Sonst sterbe ich. Schaut mal, Leute, was hier auf uns wartet. Ich habe gestern die Post geöffnet und habe hier einfach diese 7 fetten Pakete bekommen von Foodspring. Lasst uns mal reinschauen. Das sind hier diese Christmas-Boxen, bestehend aus 2 Whey-Proteins in weihnachtlichen Geschmacksrichtungen, Zimtgeschmack und Marzipangeschmack, plus ein Shaker. So, und jetzt haben wir hier 2 verschiedene Boxen, nämlich es gibt die Boxen für die Mädels und die Boxen für die Jungs. Die Boxen für die Jungs heißen Whey-Protein und die für die Mädels Shape Shake. Schaut mal hier den Unterschied an. Und ich habe euch ja versprochen, dass 2 dieser Boxen jeden Sonntag an 2 liebe, glückliche Gewinner meiner Community ausgesendet werden. Und ich würde sagen, Schatz, du darfst jetzt die Glücksfee sein, wer die Gewinner von letztem Gewinnspiel waren. So, Leute, wir werden jetzt die Gewinner raussuchen. Und zwar ein glücklicher Gewinner und eine glückliche Gewinnerin. Jetzt klicke ich auf Start. Ja? Und wir haben hier die Natalie PRS. Liebe Natalie, viel Spaß mit der Box. Ich mache hier einen Screenshot, damit ich weiß, dass die Natalie hier Gewinnerin Nummer 1 ist. So, und jetzt kannst du hier nochmal draufklicken. Pick another winner. Muss jetzt ein Typ sein. Angie. Ah, hat sowieso nicht verwendet. Trotzdem vielen, vielen Dank für den Kommentar. Weiter geht's. Klick drauf. Da wird doch wohl ein Bursche dabei sein. Sandra, leider nicht. Doch, nicht verwendet. Oh, doch. Doch, Sandra hat es verwendet. Danke für den Kommentar. Das ist der René. Ja. Gerne mehr Videos mit Pan, sie ist die beste. Danke. Essence Challenges, Schatz, wir müssen eine Essence Challenge diesen Monat noch machen. Also, viel Spaß mit der Box, René, und auch hier wieder ein Screenshot von dem Gewinner. So, danke, Schatz. Yeah. Nicht enttäuscht sein, Leute, falls ihr dieses Mal nicht gewonnen habt, denn am nächsten Sonntag, also am 2. Advent, findet schon wieder die nächste Gewinnspielauflösung statt des heutigen Gewinnspiels. Also, falls ihr 2 dieser Boxen gewinnen möchtet, einfach irgendein beliebiges Kommentar in die Kommentarbox, Hashtag Foodspring am Ende, dann weiß ich, okay, ihr wollt am Gewinnspiel teilnehmen, und dann seid ihr schon wieder im Game. Also, falls ihr Bock habt, unbedingt teilnehmen. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Teil des Videos, Leute. Leute, ich habe es tatsächlich getan. Ich habe mir das gute Stück selbst geschenkt. Und zwar so ein bisschen im Vornherein zu Weihnachten. Natürlich werde ich das gute Stück jetzt schon aufmachen, weil ich es vor allem jetzt in den Dezember-Videos brauchen werde, damit ich richtig schnell die Videos für euch schnibbeln kann. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht mit dem heißen Brei und packen das gute Ding mal aus. So, jetzt machen wir das gute Ding mal ganz, ganz, ganz vorsichtig auf. So. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich Apple-Pakete aufmache, fühlt sich einfach so geil an. So, Leute, ich teile jetzt den besten Moment mit euch.
mein Gott. Alter. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Hier habe ich noch ein paar schöne Bilder mit meinem Schatz. Wo wir uns manchmal so miteinander kuscheln. Ich fühle mich von ihm geborgen, angezogen, alles, was zur Liebe gehört, und habe richtig Gefühle von ihm. Wisst ihr, was das Ding ist? Wenn ich dieses MacBook anschaue, dann sehe ich nicht einfach einen Computer, sondern ich sehe die Projekte, die geisteskranken Projekte, die ich da drauf schneiden werde. Es ist offensichtlich das neueste Modell, weil ich hier oben so eine... Okay. Leute, kennt ihr das? Ihr kauft euch ein neues Gerät und nehmt euch vor, dass ihr es besser behandeln werdet als jedes Gerät davor, und spätestens nach einem Monat benutzt ihr es wieder als Tablett und esst drauf. Nein, das wird diesmal nicht passieren. Versprochen. So Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Daily Videos im Dezember mich jetzt schon so ein bisschen ins Struggle bringen. Also, falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, dann lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, Daily Videos zu bringen, wenn man es nicht schafft, im Vortag schon das Video fertigstellt. Das heißt, wenn ich gestern nicht das Video gedreht habe, was heute online kommen soll, dann ist es fast unmöglich, an einem Tag ein Video zu produzieren, zu schneiden und gleichzeitig zu veröffentlichen. Wisst ihr, was ich meine? So wie ich es halt heute gemacht habe, also der Vlog, den ihr heute zu sehen bekommt, ist heute gedreht worden, heute geschnitten worden, heute hochgeladen worden. Und ja, ich muss mir da irgendwas überlegen, weil so geht das nicht. Das ist so ein heftiger Stress, und ich habe mir jetzt einfach gesagt, okay, ich mache jetzt eine kurze Pause, ich gehe ins Training, weil meine Gesundheit will ich nicht vernachlässigen. Ich habe keinen Bock, den ganzen Tag vorm Laptop zu sitzen, deswegen nur so kurz am Rande, dass ihr einfach mal so ein bisschen Einblick habt in die ganze Chose. Und ja Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im Training und ich werde euch einfach ein paar nette Trainingseindrücke ins Video mit integrieren. Böngi! Fertig mit dem Training, hat mega Spaß gemacht. Es war definitiv die richtige Entscheidung, heute doch nur zum Sport zu gehen. Ich weiß, an solchen Tagen entscheidet man sich oftmals dagegen, weil man demotiviert ist, weil man denkt, ich habe so viel zu tun, ich schaffe es einfach nicht mehr zum Sport, das ist einfach nicht relevant genug. Aber sowas staut sich einfach über die Zeit, über die Tage, über die Monate, über die Jahre an, und irgendwann seid ihr gefangen in diesem Ausreden-Marathon, dass ihr es gar nicht mehr zum Sport schafft. Also Leute, sucht gerne überall Ausreden, aber sucht sie nicht bei eurer Gesundheit. Wenn es um eure Gesundheit geht, dann solltet ihr echt keine Abstriche machen. Und ich denke, so eine halbe Stunde lässt sich immer einen Tag integrieren, egal wie anstrengend euer Tag ist. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich unbedingt mit einem Daumen nach oben wissen. Es ist nicht nur ein Daumen nach oben, es ist für mich eine riesen Motivation, einfach in diesem Monat Dezember Daily Videos rauszuballern. Also glaubt mir Leute, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich mega, mega freuen. Lasst mir gerne ein liebes Kommentar da, und dann sehen wir uns auch schon morgen wieder. Alter, wie soll ich das hinbekommen? Also Leute, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.